Hallo. Ja, als erstes wollte ich euch mal fragen, ob wie ihr meinen Lippenstift findet. Also, ist ja eigentlich untypisch für mich. Ich bin eher der Nude-Lippenstift-Junkie. Keine Ahnung. Schon immer gewesen. Aber ich fand die Farbe so geil, die hat mich total umgehauen. Ja, ich brauche mal so ein Feedback von euch. Vielleicht sehe ich ja total doof damit aus, merkt das nicht, keine Ahnung. Also ich finde die geil. Ein bisschen extrem, aber ich finde die cool. Ja, und zwar habe ich mir Lippenstifte von Sleek bestellt. Zwei Stück. Bei eBay. Einmal den ich jetzt drauf habe. Hier. Das ist die Nummer 780. Pink Freeze heißt der. Und ich habe mir noch einen bestellt. Heißt Baby Doll 771. So sieht der aus. Der ist heller. Also der ist jetzt eher typisch für mich. Ich kann erst den mal swatchen. Ja, das sieht er aus. Auch eine geile Farbe. Ja, fühlt sich auch gut an auf den Lippen. Ist total geil. Ich freue mich total. Das zweite, was ich mir bestellt habe, was ich schon lange, lange haben wollte, ist die Zoeva Palette, die Nude Palette. Ach so, bevor ich das vergesse, ich habe jetzt, also dieser pinke Lippenstift, der ist total matt eigentlich. Ich habe da jetzt noch einen Lipgloss drauf getan, und zwar den Sexy Motherpucker in Perfect Peach, den hier, den ihr bei Douglas bekommen könnt übrigens. Ja, also bei mir ist der jetzt nicht alleine drauf, sondern noch mit dem Lipgloss. So, und jetzt kommen wir zu der Zoeva Palette. So sieht die aus. Und zwar, da ist einer kaputt, weil ich mir den auch bei eBay bestellt habe, weil der da viel günstiger zu kriegen war und das hat mir jetzt nicht so viel ausgemacht. Ja, also habe ich mir da die Palette bestellt. Ich finde die total geil. Ich wollte die schon die ganze Zeit haben. Ja, ganz viele verschiedene Nude-Töne, Schimmer, Glitzer und auch Matte. Bin total zufrieden jetzt. Jetzt fehlen mir nur noch die zwei Paletten, die ich schon lange haben will. Und zwar die von Urban Decay, die Naked Palette, die ja ganz viele haben. Ja, die ist aber im Moment noch ein bisschen. Also ich habe nicht das Geld im Moment. Die ist teuer. Und von The Balm. The Balm? Diese Nude Palette, diese neue mit den Frauen drauf. Finde ich auch total geil. Würde ich auch gern haben. Aber im Moment noch nicht. Ich spare darauf hin. So, was ich euch aber eigentlich fragen wollte, ist, was wünscht ihr euch so für Videos von mir? Ich habe da ganz viele Ideen, aber ich weiß nicht, womit ich so anfangen soll. Ich könnte zum Beispiel Nail Art machen, irgendein Nageldesign oder so. Oder ich schminke euch ein Star-Make-up von irgendeinem Star. Lasst euch da überraschen. Hab da ein paar Ideen. Ja, das könnte ich machen. Oder vielleicht Hair-Tutorial. Vielleicht habt ihr auch selber irgendwelche Ideen und wünscht euch irgendwas von mir. Dann würde ich das natürlich versuchen umzusetzen. Vielleicht können wir auch reden über Problemhaut, Hautpflege, also alles, was ich so weiß. Oder über, was ich auch sehr interessant finden würde, über Diät, Ernährung, Sport, halt solche Themen. Das wäre ganz interessant, finde ich. Oder halt, ja, ich könnte euch so irgendwas von mir zeigen, meine Schminksammlung oder mein Zimmer, was auch immer ihr sehen wollt. Ja, schreibt mir einfach unter die Kommentare, was euch so interessieren würde. Dann, mache ich das vielleicht demnächst. Bin schon gespannt, ob da irgendwas kommt. Guck mal, ich habe übrigens den passenden Nagellack drauf und zwar habe ich den selber gemischt, weil ich unbedingt den ja, gleichen Ton haben wollte wie die Lippen, weil ich den so geil fand. Ja, dann habe ich halt überlegt, also habe ich so geguckt, was ich für Nagellacke habe und konnte mich zwischen zwei nicht entscheiden, also habe ich die einfach gemischt. Das ist dabei rausgekommen. Ich finde, das passt gut. Gefällt mir gut. Ja,
Ja, dann schreibt mir doch einfach in die Kommentare, was ihr sehen wollt von mir oder vielleicht was ihr eventuell gar nicht sehen wollt, kann ja auch sein. Ja, dann freue ich mich schon auf eure Antworten und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss!